Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Episode von Control. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist. In der letzten Episode haben wir wieder Hartmann fertig gemacht. Wir waren in so einem Gleisenzug. Und ja, jetzt geht's los. Oder besser gesagt, Nachbau von diesem Gleisenzug. So, sehen wir uns doch mal um, was wir hier so haben. Bam, gleich durch hier, Alter. Hier. So sieht's aus. Rein in die Bude. Motelbeschwerde. Hey, Stu, hast du vom Fischer gehört? Hat im Motel ganz schön was mitgemacht. Warum zum Teufel meldet sich jemand freiwillig, so einen Ort zu observieren? Ich hätte ständig Schiss. Immerhin ist er zurückgekommen, wenn man das so nennen kann. Ich habe das Videomaterial gesehen, das sie da mit ihm rausgezogen haben. Tom, der ist für die Verarbeitung von Beweismaterial zuständig. Hat es mir gezeigt, abgefahrene Scheiße. Fischer hatte die Kameras die meiste Zeit auf sich gerichtet. Wahrscheinlich sind ihm gleich am ersten Tag alle Sicherungen durchgebrannt. Aber er hat was erwischt. Er hat eine dieser Kameras mit Faseroptik unter der Tür seines Verstecks durchgeschoben und draußen im Flur was aufgenommen. Sah aus wie ein Schatten, vielleicht menschlich. Tom hat versucht, die Qualität zu verbessern, aber es ist immer noch ziemlich verschwommen. Bestätigt meine Devise auf jeden Fall, halt dich verfickt nochmal von diesem Hotel fern. Egal, hast du später Bock auf eine Runde? Schimm. Isa hat es gestern eine Stunde und 38 Minuten geschafft. Den Rekord müssen wir brechen. Man sieht sich, Dave. Okay, Dave. Krass drauf. Ja. Hört sich ja wieder. So, was haben wir denn hier? Kontrollpunkt, den nehmen wir doch gleich. So, eigentlich gibt es nichts Neues, ne? Von dem her. AW Chassis B. Ja, ich hasse immer dieses Geräusch. Und da ist wieder dieser Kack-Hartmann. Lichter einschalten, um diesen Hartmann zu besiegen. Ja, nice, nice, nice. Das funktioniert ja so gut. Ja, wow. Oh, Hartmann. Hat nicht so ganz geklappt, du Arsch. So. Ja, jetzt muss ich nur mal wissen, wo die ganzen... Hey, Junge, Junge. Chill doch, Alter. Wo sind diese verkackten Teile? Sehen tue ich jetzt irgendwie keinen davon. Ey! Junge, Junge, mal Halbplan hier! Mal Halbplan! Gut, ich muss wieder mal ein paar Sachen wegwerfen, wie irgendwie immer. Ja, ja, ja. Ach, da kann ich. Warte, wie viel? 22, 15, 18. Weg damit. Weg. Ich glaube, ich habe irgendwie das falsche mal gelöscht, gell? Nein. Ja, ja. Egal.
40 Hektar mit. Ausrechnen. Oh, Hartmann, Hartmann. Schieß dir in die Fresse, Alter. Alter, du siehst so creepy aus, Alter. Du siehst so fucking creepy aus. So, wo sind diese Lichtdinger? Oh. Warte, wie komme ich zu diesen Teilen? Chill, 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 Junge. Ist noch immer da oben eigentlich? Ja, bist noch immer hier. Gut oder auch nicht. Schade. Chill, Junge. Ja, wo sind diese Teile? Alter, wie komme ich zu diesen Teilen? Das überfordert mich leicht, ich zu diesen Teilen hier komme. Du Arsch, du Alter. Du dreckiger Arsch. Stirb doch, Mann. Ah, die kann man wegballern. Wieso sagt das keiner? Alter, chill, Junge. Wenn er schon hier ist, kann ich mich hier... Was? Alter, was? Was geht ab mit den Typen, Mann? Ja gut. Noch einen
Einen. Weiß ja nicht mal, wo dieser Typ ist, Alter. Ah, genau. Da bist du. Okay, gut. Verdammt. Ich war so verdammt schlecht. Aber jetzt weiß ich ja wenigstens, was ich tun muss. Okay, ich gelobe Besserung. Mal sehen. Ja, alles klar, Jungs. Ja, ekelhaft, Alter. Und da ist er ja schon. Ekelhaft ist der Sound überhaupt. Da kommst du ja schon. Tot. Verdammt. Ja, ich fand's nicht so lustig, Mann. Wow. Hat mich noch erwischt, dieser Arsch. Er hat mich noch erwischt, Mann. Geht voran, Mann. Gut. Ah, hier ist auch noch was. Okay. Wo ist eigentlich dieser Hardman? Okay, der chillt sein Leben dort. Eieiei. Kacke, ich brauch noch zwei. Ach, komm schon. Da kommt schon der Erste. Ich
kenne ich mir auch noch. So. Geht doch voran. Noch. Ach Gott, jetzt habe ich ja immer weniger. Gut. Okay. Wow. Wo ist der Schalter? Tja, der Schalter, den kann ich mir jetzt gleich. Nicht an, Junge. Fühlt sich doch gut an. Ah, er haut wie immer ab. Ja, gut. So ein Lichttyp ist er jedenfalls nicht, ne? So, gibt's hier noch irgendetwas, was ich entdecken kann, was ich irgendwie mitnehmen kann? Ja, nicht so, ne? So komme ich dann wieder zurück. Das kenne ich mir aber nicht gleich. Ich will mich hier noch ein wenig umsehen. Ob es hier so irgendetwas Cooles noch gibt. Sieht aber nicht so aus. Und dieser Hartmann ist natürlich gleich hier runtergestürzt. Eine Seite. Ist die Frage, kann ich hier auch hier runter? Natürlich liegt hier etwas. Ja, doch klar. Ja gut. Mehr gibt's hier wohl nicht. Naja. Weiter geht's. Ja, dann, ja, das haben wir doch. Bin gespannt, wie der Kampf gegen Hartmann noch dann so läuft. Da bin ich echt gespannt, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Dahin muss ich wohl. Ja, 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 rauf. Und bitte nicht wieder dieser Typ, der mich volllabert. Dieser Langston. Den will ich noch brauchen. Wie er von seiner Katze erzählt. Right for us. Ah, tolles Timing.
Hartmann kam gerade hier vorbei. Gott, ist der abscheulich. Hat die Sicherheitstür zum AWE von Bright Falls aufgerissen. Der war so hässlich. Wow. Ich habe ihn deutlich gesehen. Und Himmel. Er sieht nicht aus wie früher. Das Zischen hat ihm übel mitgespielt. Er sieht aus wie ein Putzlumpen, den ein Bodybuilder auf Anabolika ausgerungen hat. Oder wie ein Monster aus einem 80er-Horror, als die Effekte noch nicht aus dem Rechner stammten. Puh. Oh. Widerlich. Sehr. Haben Sie was gesagt? Ich kann Sie doch nicht hören. Egal, verfolgen Sie Hartmann. Ah, so ekelhaft. Ach ja, das wird wohl das Letzte sein. Ich habe umgeschrieben. Die Dunkelheit verbirgt die Vergangenheit, damit ich mich verlaufe. Ich vertraue diesen Buchseiten. Ich schrieb sie nicht grundlos. Schnitt durch die Realität. Zerreißen. Neu schreiben. Das Geheimnisvolle lockt. Okay. Da wird schon richtig düster. Gibt's hier etwas? Nope. Okay, alles klar. Los geht's. Okay, dann muss ich da entlang sehen. Jo. Alles klar noch. Alter, was? So muss das. Gut. Was haben wir denn sonst noch so hier? Sieht eigentlich ja alles okay aus, ne? Das Licht bleibt hier. Ausgehen, ne? Weiter geht's. Noch weiter runter. Nehme ich mir mal gern. Hey, hier ist ja gar nichts, Alter, gar nichts. Voll uncool. Den Kopf teilnehmen. Nice. So, was haben wir hier? Vielen Dank für dieses erneute Treffen, Dr. Hartmann. Mit Vergnügen, meine Herren. Ich hoffe, meine bisherigen Informationen haben Ihnen ein wenig geholfen. Sehr sogar, Doktor. Wirklich. Dank Ihrer Ausführungen verstehen wir dieses Ereignis nun viel besser. Nun, ich halte mich für einen aufmerksamen... Es bleibt jedoch noch eine Frage. Sie haben in früheren Gesprächen erwähnt, dass Ihre Patienten, wie ich paraphrasiere, unnatürliche Fähigkeiten an den Tag legten, die Sie während Ihres Aufenthalts in der Lodge förderten. Es wäre hilfreich, wenn wir uns hier weitere Details geben könnten. Natürlich. Wie auch Sie möchte ich die Regeln unseres irdischen Paradigmas verstehen und sogar manipulieren. Das Wohlbefinden meiner Patienten war mir natürlich wichtig.
Doch ich wäre kein Mann der Wissenschaft, würde ich nicht nach der unterschwelligen Wahrheit suchen. Wie in meinem schriftlichen Angebot erwähnt, könnte eine Zusammenarbeit mit Ihrer Organisation beiden Parteien von beträchtlichem Nutzen sein. Wir könnten Ergebnisse vergleichen. Sie verstehen? Vielen Dank, Doktor. Mehr brauchen wir nicht. Amen. Dr. Emil Hartmann, Sie haben gegen die Codes 4, 8 und 74 des strafrechtlichen Systems des Federal Bureau of Control verstoßen. Was? Das können Sie nicht tun. Ich habe Beziehungen. Sie machen einen bösen Fehler, mein Freund. Sie werden bis auf Weiteres festgenommen und Ihr Privateigentum, darunter auch die Cauldron Lake Lodge, wird konfisziert. Das ist absurd. Sie können mein Eigentum nicht konfiszieren. Ich bin ein Bürger der USA. Ich habe Rechte. Die Lodge ist mein Lebenswerk. Ich biete Ihnen Forschungsergebnisse. Bringt ihn weg. Sie begehen einen Fehler. Sie müssen mir zuhören. Hören Sie mir zu. Okay. Oh. Das ist ja schon mal ein toller Empfang, ne? Das. Ach Gott, nicht schon wieder. Ich habe wieder vergessen. Ich hatte doch einen Plan. Wieder vergessen. Okay. Was auch immer mit Wake los ist, er braucht eindeutig Hilfe. Geht wie immer nie. Braucht eindeutig Hilfe, er hat das. Hört sich nicht so gut an. Verschwinde doch, Mann. Weg mit dir. Numero 3. Kennen wir uns auch gleich. Wo haben wir das denn hier? Okay. Schön. Schlüsselchen. Den Wahnsinn. Wake musste fliehen, seine Flucht aufschreiben. Wake brauchte einen Helden. Ein Held braucht eine Krise. Für die Geschichte über die Regierungsbehörde brauchte Wake etwas Besonderes. Eine außerirdische Kraft, die menschliche Intelligenz nachahmte. Okay, Alan.
Zeitmaschinen. 1, 2 und 3. Aber ich würde sagen, Jungs, das war's für heute. Ganz ehrlich, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ich freue mich über alles. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.